Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich zuallererst für die nach meinen Verhältnissen ungewöhnlich freundliche Begrüßung. Das tut gut in diesen Tagen und ich will jetzt nicht unsere Diskussion behindern. Wir haben zwei Gesprächsrunden und dann auch mit Ihnen eine offene Diskussion. Ich möchte da auch da bleiben, um zu erfahren, wie Sie denken zu unserem Tun, was wir vielleicht noch verändern sollten, was wir verbessern können. Mir kommt es jetzt auf einige Schlaglichter an. Wo immer ich hinkomme zurzeit, ist die erste Frage der Medien: Wie geht das weiter mit der Bundeskanzlerin und Ihnen? Deshalb möchte ich zuallererst feststellen, ich bin jetzt fast 40 Jahre, davon mehr als die Hälfte in Regierungen, verantwortlich für den Freistaat Bayern und die Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb dürfen Sie mir abnehmen, mir geht es nicht um einen Konflikt mit der Bundeskanzlerin, die ich hochschätze, sondern mir geht es um die Lösung eines großen Problems unserer Gegenwart. Das Zweite, was nach dieser Eingangsfrage erfolgt, ist die Frage von Bürgern. Wohin soll das noch führen? Habt ihr die Entwicklung überhaupt noch im Griff? Diese Fragen sind mir in den letzten Wochen unzählige Male gestellt worden. Und meine Damen und Herren, wenn die Bevölkerung an die Politik ernsthaft, sachlich, begründet, Fragen stellt, ob die Politik nicht ohnmächtig ist, ob die Politik die Herausforderungen unserer Zeit noch richtig bewertet und auch gute Antworten darauf hat, dann ist dies nach meiner Erfahrung ein Alarmsignal für die Politik, wenn die Menschen den Eindruck haben, wir stünden ohnmächtig einem Problem gegenüber. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, auf diese beiden Fragen, wohin soll das noch führen und habt ihr die Entwicklung überhaupt noch im Griff, kann auch der bayerische Ministerpräsident keine zuverlässige Antwort geben. Wir haben es hier mit einem der Politikfelder zu tun, wo wir vor Ort, insbesondere unsere Städte, Gemeinden und Dörfer erleben die Auswirkungen einer Politik jeden Tag, jede Stunde, oft rund um die Uhr. Aber die Grundlagen für diese Politik werden in Berlin und in Brüssel gesetzt. Und deshalb, meine Damen und Herren, geht es nicht nur um die Frage, was verkraften wir in Deutschland, wie machen wir das, sondern es geht auch um eine Kernfrage des Föderalismus. Und der berührt uns als Christliche Soziale Union natürlich in besonderer Weise, dass wir von den Auswirkungen der Politik, deren Grundlagen in Brüssel und Berlin gesetzt werden, massiv betroffen sind. Und deshalb stellt sich auch die Grundfrage um das Rollenverständnis des Föderalismus. Manche haben ja geglaubt, dass das alles nicht so kommt. Aber meine Damen und Herren, es ist so. Und es ist äußerst mühsam und zäh, unseren Freistaat Bayern in Berlin zum Tragen zu bringen. Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Da stehen wir Bayern manchmal im Wege. Aber ich sage Ihnen als Ministerpräsident dieses erfolgreichen, stolzen Landes, es schadet Deutschland nicht, wenn es auf Bayern hört.
Es ist mühsam und zäh. Ich werde mal nicht ein Buch über mich selbst schreiben, sondern über dieses Verhältnis Bundesrepublik Deutschland, Freistaat Bayern, und zwar von der Sache her. Schauen Sie, mühsam und zäh, der Generalsekretär hat es angesprochen, sind all die Dinge, die jetzt im Oktober im Deutschen Bundestag und dann auch im Bundesrat verabschiedet werden. Und es ist immer der gleiche Ablauf. Wir machen den Vorschlag, dann wird er zunächst einmal mit Kritik, oft auch mit Häme und Spott überzogen. Dann erfolgt eine Schamfrist und dann schleicht man ganz bedächtig unter dem Druck der äußeren Verhältnisse auf die Lösung zu. Seit 2 Jahren kämpfen wir darum, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge personell so ausgestattet wird, dass der Aufenthaltsstatus von Zuwanderern in verantwortbarer Zeit festgelegt wird. Und die Festlegung ist erforderlich, damit wir mit Integrationsleistungen bei Schutzbedürftigen, aber auch mit Rückführungen bei Menschen ohne Bleiberecht fortfahren können. Zurzeit haben wir 300.000 unerledigte Fälle bei dieser Behörde. Und die Rückstände schwellen weiter an, weil die Zahl der Zuzüge stärker ist als das, was gerade erledigt werden kann. Jetzt im Oktober 2015, nach einer 2-jährigen Diskussion, geht man ernsthaft an diese Problematik heran, auch personell. Aber am Anfang, da waren es wieder die bösen Bayern, die da irgendwo im Voralpenland leben, die etwas rückständig sind, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Aber die gleichen, die das sagen, nehmen unseren Länderfinanzausgleich in Milliardenhöhe sehr gerne entgegen, meine Damen und Herren. Wie lange kämpfen wir um die ausreichende gesetzliche Festlegung sicherer Herkunftsstaaten? Wir hatten schon mal eine größere Zuwanderung Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Dann hat man sich auch wieder unter dem Druck der Verhältnisse, nämlich auch das Erstarken und das Entstehen der Republikaner, auch in Bayern, 1993 entschieden, das Grundgesetz zu ändern. Ich halte das für eine der gelungensten Verfassungsänderungen. Übrigens, unser Edmund Stoiber war daran beteiligt, liebe Monika Hohlmeier. Unser Edmund Stoiber war beteiligt. Und eine der Festlegungen in dieser Verfassung, jetzt sage ich hier gleich an dieser Stelle, wir brauchen nicht die Verfassung ändern, wir müssen sie nur richtig anwenden. Und dieser 16a, der gibt alle Möglichkeiten dazu, nämlich durch den Gesetzgeber die Festlegung von sicheren Herkunftsstaaten, Staaten, wo durch Gesetz vermutet wird, aufgrund der realen politischen Lage, dort findet keine Verfolgung statt, dort werden durch den Staat Menschenwürde nicht mit Füßen getreten. Und deshalb wird gesetzlich dann vermutet, wenn jemand aus diesen Staaten kommt, dass er sich auf das Grundrecht von Asyl nicht berufen kann. Das kann man im Einzelfall dann die Vermutung, die gesetzliche, widerlegen. Wir sind in einem Rechtsstaat. Aber es werden nur 0,% anerkannt aus diesen Staaten. Wir haben jetzt lange, lange, lange gekämpft, dass sozusagen ja, so ziemlich der ganze Balkan als sicherer Herkunftsstaat oder sichere Herkunftsstaaten festgelegt wird. Jetzt im Oktober 2005 erfolgt die Vervollständigung, denn wenn Sie den einen Staat festlegen, dann gibt es plötzlich nur noch Kosovaren auf dem Balkan und so weiter und so fort. Jetzt im Oktober 2015, das hätte schon längst erfolgen können,
und ich sage Ihnen, mit gutem Gewissen erfolgen können. Wer nämlich in die Europäische Union will als Beitrittsland, kann er schlecht für sich in Anspruch nehmen, dass im eigenen Land politische Verfolgung stattfindet, meine Damen und Herren. Was bin ich, aber was ist auch der Joachim Herrmann und die Emilia Müller, beiden möchte ich mal danken für ihre ungewöhnlich tapfere und gute Arbeit. Danke. Was sind wir gescholten worden, dass wir in Ingolstadt, Manching und in Bamberg Abschiebezentren einrichten, wo wir die Menschen aus dem Balkan zusammenführen, und zwar nicht, um sie zu ärgern, sondern an einer Stelle die Dolmetscher zu haben, die Verwaltungsleute und wenn Rechtsmittel eingelegt werden, auch die Richter, um in sehr schneller Zeit Klarheit zu schaffen über den Aufenthaltsstatus. Denn, meine Damen und Herren, je länger Menschen hier sind, obwohl sie kein Bleiberecht haben, desto schwieriger wird dann auch die Abschiebung oder Rückführung, weil man natürlich Wurzeln schlägt, Verbindungen eingeht, im Sportverein ist, nach 3 Monaten die Kinder auf der Schule und in einer solchen Situation dann eine Abschiebung real durchzuführen, das ist sehr, sehr schwierig und wird von der Bevölkerung aber nicht verstanden. Abschiebezentrum, gescholten, kritisiert und heute wird es in der ganzen Bundesrepublik Deutschland praktiziert. Ich sage das allen, die gelegentlich mal sagen, spinnt der da oben? Warum macht er das? Ich weiß ja, so wie insbesondere in der Öffentlichkeit, in den öffentlichen Medien gesprochen wird. Die Abschiebezentren sind ein Vorbild für ganz Deutschland. Was haben wir gekämpft für eine naheliegende Sache? Meine Damen und Herren, bei mir waren alle Regierungschefs von Osteuropa, alle, in der bayerischen Staatskanzlei. Nicht nur Ungarn. Auch Serbien, auch Albanien, auch Bulgarien. Und die haben wir alle ans Herz gelegt, dass sie verzweifeln, weil ihre Bevölkerung weggeht. Übrigens sage ich das gerade im Namen einer christlichen Partei. Es ist nicht christlich, aus Staaten die jungen, ausgebildeten, oft auch ausgebildeten Kräfte abzuziehen, damit wir unseren Wohlstand stärken. Es wäre viel besser und christlicher, in diesen Staaten zu helfen, meine Damen und Herren. Die haben also alle zu mir gesagt, sie verzweifeln, weil ihre Bevölkerung davonläuft und haben hinzugefügt, die Bevölkerung kommt zu ihnen, nicht weil sie hier politisch verfolgt sind, sondern weil ihr finanziell so gute Anreize bietet. Und wenn man dann erfährt, was die Menschen dort verdienen im Monat und was sie bei uns als Familie an Sozialleistungen bekommen, kann man ja durchaus unter ökonomischen Gesichtspunkten, sage ich unserer Wissenschaft, Verständnis dafür haben. Und deshalb haben wir immer gesagt, wer aus sicheren Herkunftsstaaten kommt, der sollte Sachleistungen erhalten anstelle von Geldleistungen, damit dieser Anreiz weg ist. Und jemand, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, bei dem sollten auch die Leistungen eingestellt werden, meine Damen und Herren. Sonst sind wir kein Rechtsstaat. All dies haben wir gefordert. Die Kollegen der Landesgruppe in Berlin haben das total mit unterstützt. Und meine Damen und Herren,
Der Ablauf war immer der gleiche, wie ich Ihnen gesagt habe. Jetzt im Oktober 2015 wird dieses Gesetz im Deutschen Bundestag und anschließend auch im Bundesrat verabschiedet. Und jetzt sage ich Ihnen voraus, und ich komme dann wieder hierher nach Erding, weil ich halt ein paar mehr Informationen habe als das, was ich heute unter bestimmten Gesichtspunkten sagen kann. Es wird auch bei der so umstrittenen Frage der Zuwanderungsbegrenzung, wird es auch Gesetze geben und Kabinettsbeschlüsse. Ich sage Ihnen das voraus. Es ist wieder der gleiche Ablauf der Diskussion, Unverständnis, Kritik und am Ende muss es unter den Verhältnissen geschehen. Deshalb bin ich da ganz ruhig und zuversichtlich. Sie müssen in der deutschen Politik nur ausreichend Geduld haben. Nur ausreichend Geduld haben. Und was jetzt einigermaßen skurril und bizarr ist, das ist das Verhalten der SPD. Ich muss mich ja schneller drehen als ein Ventilator, um immer die aktuelle Meinung der SPD gerade zur Kenntnis zu nehmen. Letztes Wochenende hat der SPD-Fraktionsvorsitzende und etliche Ministerpräsidenten der SPD erklärt, wir brauchen unbedingt eine Begrenzung. Heute beschimpft mich der SPD-Bundesvorsitzende Gabriel, weil wir die Begrenzung nachhaltig fordern und drücken. Und ganz eigenartig ist der Tanz der Grünen, die das ja immer unter moralischen Gesichtspunkten beleuchten und sie jeden Tag kritisieren. Aber ich sage Ihnen voraus, die Grünen, die uns jeden Tag kritisieren, werden im Bundesrat im Oktober diesem Gesetz, von dem ich gerade sprach, zustimmen. Und meine Damen und Herren, das bezeichne ich als heuchlerisch, in der Öffentlichkeit dagegen vorzugehen und im Bundesrat zuzustimmen. Die Aufgabe ist groß. Ich möchte jetzt nicht richten, ob sie größer ist als die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes 1989 und 90. Ich möchte auch nicht richten, ob es eine größere Herausforderung ist als der Beginn meiner Amtszeit hier in Bayern mit der Finanzkrise und der Weltwirtschaftskrise 2008 und 2009. Ich glaube, man kann unbestritten festhalten, dass es eine gewaltige Herausforderung ist von historischer Dimension. Eine Herausforderung, die uns auch noch viele Jahre beschäftigen wird. Und deshalb ist so wichtig, welche Weichenstellungen wir heute treffen. In der Außenpolitik ist manche Weichenstellung auf Jahre nicht mehr korrigierbar, weil sie ja auch oft international getroffen wird. National können Sie politische Fehler eigentlich relativ schnell korrigieren. Am schnellsten sind wir immer im Landtag. Aber meine Damen und Herren, internationale Politik, wenn sie denn mal festgelegt ist, vereinbart ist, wieder zu korrigieren, das ist eine sehr langfristige Sache. Deshalb, wie Strauß immer sagte, muss das Hemd von Anfang an richtig eingeknöpft werden. Von Anfang an richtig eingeknöpft werden. Und wegen der großen Bedeutung dieser Aufgabe möchte ich jetzt noch bei drei Punkten sagen, wir müssen immer einen klaren Kurs haben und uns schlicht und einfach vorlegen, was funktioniert im Moment an den Herausforderungen und Lösungen und was ist problematisch. Und bei aller Herausforderung und Problematik gibt es auch schöne Zeichen, Signale in unserem Lande. Das ist die praktizierte Solidarität durch die Zivilgesellschaft, durch unsere Behörden, durch die Wohlfahrtsorganisationen und Hilfsorganisationen, durch die Kommunen, meine Damen und Herren, insbesondere in Ostbayern im grenznahen Bereich. Ich denke, die Menschen und alle Verantwortlichen in Bayern haben in den letzten Wochen und Monaten eine glänzende Visitenkarte
in der Behandlung von Zuwanderungen abgegeben, meine Damen und Herren. Ich danke allen dafür. Ich werde sie nächste Woche auch in meiner Regierungserklärung im Landtag tun. Und ich sage Ihnen, ich bin auch ein Stück stolz darauf. Auch wenn wir manche politische Entscheidungen in Berlin für falsch halten, habe ich als Ministerpräsident immer die Losung ausgegeben, die Menschen, die zu uns kommen, werden anständig versorgt und behandelt. Das ist unsere humane, das ist unsere christliche Verpflichtung. Und das ist in Bayern praktiziert worden. Es wird ja oft nicht veröffentlicht, aber wenn ich die bayerischen Grenzen verlasse, dann bekomme ich, ohne dass ich das anfordere, Dank und Anerkennung, wie Bayern in den letzten Wochen und Monaten einschließlich und vor allem der Landeshauptstadt München, aber auch alle anderen Regionen mit diesem Thema umgegangen sind. Das ist bayerische Kultur, das ist bayerische Tradition, meine Damen und Herren. Das funktioniert. Und es funktioniert auch die Integration. Bayern ist ein Land der gelingenden Integration. Ich kann Ihnen sagen, in den letzten 25 Jahren haben wir etwa 2 Millionen Menschen zusätzlich in Bayern. Ich kenne keine andere Region, die so attraktiv ist, dass Menschen, damals 11 Millionen, jetzt gehen wir auf 23 Millionen zu, so 13 Millionen, so, das ist nach meiner Amtszeit, 23 Millionen, nach meiner Amtszeit. Von 11 auf 13, annähernd 13. Ja, meine Damen und Herren, das sind Menschen, die zu uns kommen, weil sie bei uns eine Lebensperspektive sehen. Die kommen nicht nur wegen der Zugspitze oder wegen Erding, Herr Oberbürgermeister, so schön Erding ist. Die kommen, weil sie für sich und ihre Familie Lebensgrundlagen sehen. Wohlstand, soziale Sicherheit, eine Gesellschaft, die miteinander lebt und nicht gegeneinander. Und die kommen, weil sie vor allem Zukunft sehen in unserem Lande. Zur Hälfte aus Deutschland, zur Hälfte aus dem Ausland. Das ist eine Abstimmung mit dem Umzugswagen. Meine Damen und Herren, auf sowas kann kein anderes Bundesland zurückgreifen. Auf diese Anerkennung, auf diesen Respekt, dass Menschen zu uns in dieser großen Zahl kommen. Und deshalb sage ich heute nochmal, Bayern ist traditionell. Und wer sich mit der bayerischen Geschichte beschäftigt, war das nie anders. Auch unter den Wittelsbachern, lieber Bernd Posselt, sehr, sehr ausgerichtet auf Europa. Weltoffen. Aber nicht multikulturell, meine Damen und Herren. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Weltoffen, aber nicht multikulturell. Und ich werde gleich noch im Detail darstellen, wo da der Unterschied besteht. Fluchtbewegungen aus Bayern heraus sind nicht bekannt. Und meine Damen und Herren, was auch vielfach unbekannt ist, wir haben in vielen Städten, München, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Nürnberg, Würzburg, einen höheren Migrantenanteil als das Land Berlin. Aber wir sind das Land der gelingenden Integration. Und zwar deshalb, meine Damen und Herren, weil wir einen klaren Kurs haben. Wir sagen, wer zu uns kommt, wer bei uns leben will und wer ein Bleiberecht hat, der ist willkommen. Er muss sich an Recht und Ordnung, oder sie muss sich an Recht und Ordnung halten. Man muss bereit sein, die Sprache zu erlernen. Man muss bereit sein, seinen Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu verdienen. Und meine Damen und Herren, was mir das Allerwichtigste ist, muss bereit sein, mit uns leben zu wollen und nicht neben uns oder gar gegen uns. Das ist Bayern.
Und deshalb sagen wir weltoffen in der Vielfalt, für die wir sind. Und nicht weltoffen und multikulturell. Miteinander. Und deshalb kommen die Bayern untereinander auch so gut aus. Die Franken, die Altbayern, die Schwaben. Weil sie diese Vielfalt akzeptieren und respektieren. Wenn ich in Franken bin, liebe Barbara, ist es nicht ganz so einfach mit der freundlichen Begleitung. Aber wenn die Franken Bayern verlassen, sind sie Bayern. Das ist unser Verständnis, meine Damen und Herren. Ja. Und ich versichere der Öffentlichkeit, wir bleiben ein Integrationsland. In dem Sinne, wie ich es gerade definiert habe. Integration für die Schutzbedürftigen, die bei uns bleiben können. Und die Integration ist notwendig, damit es nicht zu sozialen Spannungen und gesellschaftspolitischen Verwerfungen kommt. Und wenn Integration nicht gelingt, dann geht dies vor allem zulasten der kleinen Leute. Wir sind der Anwalt der kleinen Leute, meine Damen und Herren. So, jetzt hat der Generalsekretär darauf hingewiesen, dass wir gestern im Bayerischen Kabinett ein Integrationspaket beschlossen haben. Das nennt sich Zusammenhalt fördern, Integration stärken. Wir tun also zusätzlich zu dem, was bisher schon geschehen ist, noch ein Stückchen mehr, und zwar für alle Menschen bei uns im Lande, für die Einheimischen und für die Zuwanderer. Ich kann jetzt nur Stichworte nennen. Wir werden den Wohnungsbau, den öffentlich geförderten Wohnungsbau, massiv verstärken. Unser Ziel sind 28.000 Wohnungen bis zum Jahre 2019 öffentlich gefördert. Und wir werden in Berlin noch entscheiden, auch die privat finanzierten Wohnungen, wobei wir Bayern am liebsten die steuerliche Abzugsfähigkeit hätten, weil dies am meisten Kapital befördert. Ilse Aigner hat mit der Bayerischen Wirtschaft vereinbart einen Ausbildungs- und Beschäftigungspakt. Meine Damen und Herren, bis zum Jahre 2019 60.000 Ausbildungs- und Beschäftigungsplätze für Migranten mit der Bayerischen Wirtschaft gemeinsam. Bei der Ausbildung muss man manche Menschen erst hinführen, damit sie ausbildungsfähig sind. Es wird ja manchmal behauptet, was falsch ist. Da kommen jetzt lauter Ingenieure und Ärzte. 20%, meine Damen und Herren, sind Analphabeten. Und die Frau Nahles hat ja uns vor einigen Tagen erst mitgeteilt, dass 90% noch nicht ausreichend qualifiziert für eine Ausbildung sind. Eine gewaltige Aufgabe. Wir werden in der Bildung sehr viel tun. Bildung ist das Tor zum Leben. Wir werden für die Berufsschulen, für die Grund- und Mittelschulen insgesamt etwa 1.700 Stellen schaffen, damit Frauen und Männer Zeit haben, Lehrer und auch besonderes Personal, Sozialarbeiter, Dolmetscher, sich ausreichend um die jungen Menschen zu kümmern. Und das wollen wir nicht dadurch, indem wir Lehrer für die einheimische Bevölkerung abziehen, sondern indem wir zusätzliche Lehrkräfte einstellen, meine Damen und Herren. Das ist gelingende Integration. Und wir schaffen insgesamt, hören Sie gut zu, im nächsten Jahr, beginnend ab 1. Januar, 3.700 zusätzliche Stellen für die Polizei, für die Justiz, für die Schulen, wie ich gerade gesagt habe, und auch für die Verwaltung. Meine Damen und Herren, ich habe in den letzten Tagen mit allen gesellschaftspolitischen Gruppen gesprochen, mit den Lehrern und Schulverbänden, mit den Hilfsorganisationen, mit den Wohlfahrtsorganisationen, mit den Kommunalpolitikern, mit den Ärzten, mit den Krankenhäusern, weil das muss man wissen, wie die Praxis funktioniert draußen und sich nicht nur einbilden, dass man es weiß. Und die stehen alle am Limit, weil sie seit Wochen und Monaten
wie mir die Polizei gesagt hat, seit 1. September hat da überhaupt keiner mehr freie Zeit. Das ist die Lage. Und deshalb müssen wir bei der Integration zuallererst wieder die Funktionsfähigkeit unseres Staates gewährleisten, unseres Rechtsstaates, wenn die Polizei nicht mehr zu ihren Aufgaben kommt. Und dann werden wir in den Bayerischen Landtag einbringen, ein bayerisches Integrationsgesetz, um für alle, meine Damen und Herren, Martin Neumeier, der Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, den ich unter Inkaufnahme einer eigenen Gefährdung jetzt in die Staatskanzlei geholt habe, der leistet sich nämlich eigene Meinungen und sagt sie auch. Er hat mir vor langer Zeit den Vorschlag schon gemacht, jetzt machen wir es, das haben wir gestern im Kabinett festgelegt, ein bayerisches Integrationsgesetz. Das kann dann ja in der Podiumsdiskussion vertieft werden. Aber meine Damen und Herren, wir müssen schon mal in einem Gesetz festlegen, dass bei uns in Bayern Integration eine Richtung hat und dass es für die Integration Leitwerte gelten, die wir für alle verpflichtend machen wollen, für die öffentliche Hand wie für die Zivilgesellschaft, meine Damen und Herren. Das ist richtig. Das funktioniert. Und es wird auch funktionieren in der Zukunft mit der Integration. Es funktioniert die praktizierte Solidarität, vor allem in der Zivilgesellschaft. Und was ist problematisch? Das ist die Zahl der Zuwanderer und das Tempo. Und deshalb treten wir für eine Zuwanderungsbegrenzung ein. Und da hat uns schon ein bisschen überrascht, dass bei diesen Zuwanderungen die CDU über ein Einwanderungsgesetz nachdenkt, meine Damen und Herren. Das ist ein bisschen schwierig. Ein Einwanderungsgesetz macht ja nur Sinn, wenn man mehr Einwanderung ermöglichen will und nicht weniger. Das dürfte in der Bevölkerung ein bisschen schwer zu erklären sein. Wir sind nicht gegen Zuwanderung. Ich habe es gerade am Beispiel der Vergangenheit belegt. Wir sind vor dem Hintergrund dessen, was jeden Tag stattfindet, für eine Zuwanderungsbegrenzung. Emilia Müller hat mir heute Mittag noch die Zahl von gestern mitgeteilt, wieder 6.500 an einem Tag nach Bayern. Für morgen werden erwartet 8.000 bis 9.000. Das schwankt oft deshalb, weil in Mazedonien gerade ein Streik ist bei der Eisenbahn. Das führt dann zur Dämpfung. Und meine Damen und Herren, es sind Zahlen, die man sich vor kurzer Zeit noch überhaupt nicht vorstellen konnte. Es überschreitet auch mal die Zahl 10.000. Aber meine Damen und Herren, das ist ein Ausmaß, das Rückwirkungen hat für unsere Sicherheit. Ich habe mit den Sicherheitsbehörden gesprochen, möchte jetzt auf Details nicht eingehen, sonst kriege ich gleich wieder den Vorwurf, er macht der Bevölkerung Angst. Und da ging es bei dem Gespräch, Joachim Herrmann war dabei, gar nicht um das, was man für die Zukunft befürchtet, sondern ausschließlich darum, was in der Gegenwart schon stattfindet. Und ich habe dieses Gespräch wirklich betroffen verlassen. Und das passiert mir nicht jedes Jahr. Wirklich betroffen verlassen. Wir haben die Erfahrung, dass Hunderte, ja Tausende einfach verschwinden. Wir wissen gar nicht mehr, wo die sind. Der Landrat, lieber Herr Bernreiter von Lichtenfels, hat mir jetzt einen Brief geschrieben, 140 in der Früh in das Zentrum eingewiesen. Abends waren noch 13 da. Wo sie sind, wissen wir nicht. Und meine Damen und Herren, es hat Rückwirkungen, wenn wir das nicht mehr in eine Ordnung bringen, für die Sicherheit, hat Rückwirkungen für das Gelingen der Integration. Integration kann nur gelingen, wenn die Zahlen einigermaßen organisch sich entwickeln und hat Rückwirkungen für die Zustimmung der Bevölkerung. In der Stimmung der Bevölkerung beginnt sich ja etwas zu verändern. Wer also für unser Land
wirklich Probleme größerer Art vermeiden will, muss für die Zuwanderungsbegrenzung eintreten. Und ich will jetzt nicht die ganzen einzelnen Vorschläge Ihnen vortragen, dafür haben wir die Podiumsdiskussion, sondern nur den Grundgedanken sagen, wir hatten bisher das Dublin-Abkommen. Und das sah vor, dass ein Flüchtling in dem EU-Land, in dem er ankommt, sozusagen seine Verfahren durchgeführt werden. Im Moment haben wir einen völlig rechtlosen Zustand. Es gibt keine Ordnung mehr. Von Griechenland wandern die Leute über den Balkan, überlaufen Ungarn und Kroatien. In Österreich werden sie weitgehend durchgewunken und dann landen sie in Bayern. Und nicht jeden Tag gelingt es uns, den Anteil, den andere Bundesländer aufnehmen müssten, in die anderen Bundesländer zu bringen. Wir haben im Moment keine Regel, wir haben kein System, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, ob Dublin angewandt wird. Wir wissen, dass man sich bemüht, jetzt das an den Außengrenzen mit Hotspots und dass man mit der Türkei verhandelt. Das ist alles zu begrüßen, wird von uns auch unterstützt. Aber es wird alles seine Zeit dauern. Und meine Damen und Herren, wir wissen nicht, wenn es denn implantiert ist, wie es wirkt bei den heutigen Kommunikationsmöglichkeiten. Ich begrüße auch sehr, dass unser Minister Gerd Müller eine klasse Arbeit macht mit der Bekämpfung der Fluchtursachen. Und meine Damen und Herren, auch das wird aber Zeit dauern, bis es Wirkung entfaltet. Das muss man offen so aussprechen. Ich glaubte einmal nicht, dass sich ein bayerischer Ministerpräsident dafür rechtfertigen muss, dass er für die Verwirklichung des Rechtsstaates und für Recht und Ordnung ist. Das glaubte ich mal nicht, meine Damen und Herren. Man gilt dann plötzlich als Buhmann, weil man für Recht und Ordnung eintritt. Wissen Sie, was wir zuallererst brauchen? Und es war ein kleiner Teilerfolg der Grenzkontrollen, dass es wieder wenigstens mit einem Mindestmaß an Kontrolle geht. Wir brauchen zuallererst wieder eine Regel. Wir brauchen zuallererst wieder, dass der Rechtsstaat von dem Kopf auf die Füße gestellt wird, meine Damen und Herren. Das ist der Punkt. Und da wirken wir zuallererst politisch darauf hin. Ist doch klar, wir sind Teil der Koalition in Berlin und wir haben da auch einen Anspruch, dass man uns mit unseren Vorstellungen hört und dann muss man Kompromisse schließen. Wo wären wir denn? Und dass sich Politik, noch dazu der selbstbewusste Freistaat Bayern, auch überlegt für den Fall, dass man politisch nicht Erfolg hat. Was man dann tut, das halte ich für sehr legitim. Aber was man tut und wie man es tut und was geschieht, das entscheiden wir immer dann, wenn die Situation da ist. An erster Stelle steht die politische Bemühung. Aber ich schließe auch nicht aus, dass wir weiter nachdenken müssen, wenn die politischen Überlegungen und Forderungen nicht zum Erfolg führen im Interesse unseres Landes. Das ist meine Verantwortung als Ministerpräsident dieses Landes, meine Damen und Herren. Das ist meine Verantwortung. Wir haben alle miteinander zum Schluss eine doppelte Verantwortung. Auf das weise ich immer wieder hin. Wir haben eine Verantwortung gegenüber der Bevölkerung, die hier lebt, ob sie nun hier geboren ist oder zugewandert ist. Und wir haben eine Verantwortung gegenüber jenen Menschen, die zu uns kommen und eine Bleibeperspektive haben. Eine doppelte Verantwortung. Und ich bin nicht bereit, in eine politische Diskussion einzusteigen mit der Absicht und dem Ziel, nur noch darüber zu reden, wer zu uns kommen kann. Ich möchte schon die Sorgen und Probleme auch der hier lebenden Bevölkerung mit berücksichtigt haben.
Wir müssen dringend, ich rede jetzt von der bundesdeutschen Ebene, unserer Politik Ordnung und Inhalt geben. Einfach zu sagen, jetzt warten wir mal ab, ob der Winter vielleicht dazu beiträgt, dass weniger Flüchtlinge kommen. Einfach zu sagen, es gibt keine Obergrenze. Einfach zu sagen, in unserer Zeit können wir sowieso 3000 Kilometer Grenzen nicht mehr schützen. Meine Damen und Herren, das ist eine Kapitulation des Staates vor der Realität. Ich bin ein großer Anhänger der europäischen Integration. Bin ein großer Anhänger auch der Entwicklungen der Globalisierung, wenn sie richtig gestaltet wird. Aber, meine Damen und Herren, ich bin ein ebenso großer Anhänger, dass die Nationalstaaten schon auch eine eigenständige Verantwortung haben. Und zu einem Nationalstaat gehört das Staatsgebiet mit Staatsgrenzen, gehört das Staatsvolk und gehört die Staatsgewalt. Und alle drei Dinge. Das ist mein Anliegen. Und deshalb werde ich auch nächste Woche mal in Was Nun und solche Sendungen gehen, nicht in diese klassischen Talkshows, die noch nie ein Problem gelöst haben. Das Kennzeichen. Also. Und das Einzige, was wunderschön ist, ich weiß nicht, wer dem zustimmen kann, die Weisheit, die man gewinnt, indem man älter wird. Und zwar die Weisheit durch die Erfahrung. Ich habe viele solche Phasen durchlaufen, wie sie derzeit stattfinden. Die letzte war 2004, 2005 mit der ominösen Kopfpauschale im Gesundheitswesen. Jeder zahlt den gleichen Beitrag, ganz gleich, was er verdient. Und da stand ich auch im Wege. Und meine Damen und Herren, das war auch eine Diskussion, wo man sich gewundert hat, wer jetzt alles im Kreise des Neoliberalismus und des Marktradikalismus in Deutschland unterwegs ist. Der CDU-Parteitag hat dies nur mit einer Gegenstimme von Norbert Blüm einstimmig beschlossen. Einstimmig. Im Jahre 2004. Und meine Damen und Herren, das, was einstimmig beschlossen ist, was der uneinsichtige Seehofer nicht mitmachen wollte, ist auch nie gekommen. Nie gekommen. Wurde nie offiziell beerdigt. Aber es ist nie gekommen. Und deshalb, meine Damen und Herren, habe ich bewusst davon gesprochen, gelegentlich braucht man nur die Geduld, bis die allgemeine Meinung wieder mit der eigenen Meinung übereinstimmt. Das ist. Und ein letztes Versprechen möchte ich der bayerischen Bevölkerung geben. Sie wissen, ich komme aus kleinen Verhältnissen und habe erleben dürfen, was wir in unserer sozialen Marktwirtschaft, in unserer freiheitlichen Gesellschaft, einer Republik, die die stabilste Demokratie in der deutschen Geschichte bedeutet, was auch jemand, der aus ganz einfachen Verhältnissen kommt, in einem solchen Land erreichen kann. Und das werde ich auch nie vergessen, was mir dieses Land ermöglicht hat, geschenkt hat. Ich hätte nie geglaubt, wenn vier Kinder in der gleichen Badewanne am Freitag gebadet werden, weil es Bäder in der heutigen Richtung noch nicht gab, Fernsehen nicht gab. Und manchmal war der Vater vor uns in der gleichen Badewanne und dann wir vier. Da hätte ich mir nie gedacht, welche Chance mir das Leben mal eröffnet, diese Demokratie. Und dass kleine Leute auch aufsteigen können, das ist ja nicht nur in meinem Beispiel so, sondern ja, millionenfach in unserem Lande. Wenn ich an die Audi-Arbeiter, BMW-Arbeiter denke, die aus ihrem Leben was machen, aber auch viele Mittelständler etc. Und deshalb sage ich ein Versprechen an die bayerische Bevölkerung. Aus dieser Erfahrung heraus werde ich, solange ich Parteivorsitzender dieser christlich-sozialen Union bin, immer dafür sorgen, dass diese CSU der Seismograph der Lebenswirklichkeit ist und nicht einer Ideologie. Ich danke.